Moin zusammen. Heute gibt es mal ein neues Tutorial dazu, wie ich perfekte Tag-zu-Nacht- und Nacht-zu-Tag-Übergänge als Zeitraffer aufnehme, den sogenannten heiligen Gral der Zeitraffer-Fotografie. Ja, dieses Verfahren heißt ja der heilige Gral, weil man noch vor wenigen Jahren dachte, es sei überhaupt nicht möglich, solche Aufnahmen wirklich perfekt und ohne zu tricksen aufzunehmen. Und ich habe dann mitentwickelt an einer Methode, wie das ganz einfach funktioniert. Die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass man einfach die Kameraeinstellung, also Belichtungszeit, ISO und gegebenenfalls sogar die Blende während der Aufnahme in Drittelschritten verändert und später einfach mit einer geeigneten Software, in dem Fall LR Timelapse, diese Sprünge, die dadurch diese Belichtungsänderungen entstehen, ganz glatt ausgleichen lässt und so dann zu perfekten Übergängen kommt. Man kann das von Hand machen, indem man die Kamera immer an dem Rädchen nachstellt. Das ist aber auf Dauer relativ mühsam und so haben wir in den letzten Jahren Methoden entwickelt, wie man das auch automatisieren kann. Eine der Methoden, und das ist die, die ich auch am häufigsten nutze und die mir immer noch am besten gefällt, ist das QDSLR Dashboard. Das ist eine App, die gibt es für PC, Mac, Smartphones, iOS, iPhone, iPad, Android und so weiter. Darüber könnt ihr eure Kameras steuern und da gibt es eine spezielle Funktion drin, mit der man dann diese Nachführung der Kameraparameter automatisiert steuern lassen kann. Das erste, was ihr also machen müsst, ist euch QDSLR Dashboard zu besorgen. Für iOS heißt das mittlerweile Control My Camera. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu der Software. Das Ganze kostet ca. 10 Euro. Das ist wirklich sehr gut investiertes Geld, denn damit könnt ihr dann eure Kamera steuern. Vorausgesetzt, ihr habt eine Canon, Nikon oder Sony Kamera. Je nach verwendeter Kamera und Smart Device könnt ihr die Verbindung dann über ein USB-Kabel oder per WLAN herstellen. Das einfachste und schönste ist natürlich, wenn die Kamera WLAN eingebaut habt, dann könnt ihr euch über euer Smartphone, über euer Tablet direkt mit der Kamera verbinden und dann diese Steuerung darüber ausführen. Die Kamera stellt ihr genauso ein wie für jeden anderen Zeitraffer. Das heißt, ihr stellt die Kamera in den M-Modus. Ihr schaltet die ISO-Automatik ab. Dann stellt ihr eine Belichtung erstmal grob ein, sodass ihr einigermaßen korrekt belichtete Bilder bekommt. Dabei wäre auch wieder die Prämisse, so wie bei normalen Zeitraffern, möglichst niedrige ISO einzustellen, die Belichtungszeit möglichst lang zu machen, die Blende dann entsprechend zu wählen. Ihr müsst nicht mit einer Offenblende arbeiten, ihr müsst euch aber darüber bewusst sein, wenn ihr die Blende zu weit schließt, dann müsst ihr später auch während der Aufnahme die Blende mit verändern und das Verändern der Blende kann unter Umständen Änderungen in der Vignettierung während der Aufnahme nach sich ziehen, beziehungsweise natürlich auch eine Änderung der Schärfentiefe. Ähnliche Überlegungen gelten für den Einsatz eines Graufilters. Wenn ihr einen Graufilter einsetzt, um längere Belichtungszeiten am Anfang zu machen, dann müsst ihr diesen Graufilter auch bis zum Ende drauf lassen. Das heißt, überlegt euch, wie dunkel wird eure Aufnahme am Ende. Wenn ihr in einer städtischen Umgebung aufnehmt, dann könnt ihr in der Regel mit einem 8-fach oder 64-fach Graufilter bis zum Ende durchziehen. Wenn ihr bis hin zu den Sternen oder der Milchstraße aufnehmen wollt, dann dürft ihr von vornherein keinen Graufilter drauf machen. Schaltet dann den Aufnahmemodus der Kamera auf RAW plus JPEG, denn wir wollen von der Kamera auf das Tablet oder Smartphone nur die kleinen Vorschau-JPEGs übertragen und nicht etwa die großen RAW-Dateien. Das würde zu lange dauern. Wenn eure Kamera die Möglichkeit bietet, die Vorschau-JPEG-Dateien auf eine kleinere Größe einzustellen, solltet ihr die nutzen. Das heißt, stellt einfach die Kamera auf RAW plus die kleinsten JPEGs, die die Kamera aufnehmen kann. Nun habt ihr die Kamera idealerweise auf einem stabilen Stativ stehen und ihr habt fokussiert. Das könnt ihr per Autofokus machen, das könnt ihr manuell machen. Wichtig ist nur, dass ihr nach dem Fokussieren den Autofokus abschaltet
und dabei gleichzeitig auch noch die Bildstabilisierung, falls eure Kamera oder euer Objektiv so etwas hat, auch noch mit abschaltet. Nun verbindet ihr euch mit eurem Smartphone oder Tablet auf eure Kamera, zum Beispiel per WLAN, und startet dann auf dem Smart Device das QDSLR Dashboard. Bevor ihr den entsprechenden Knopf für die Verbindung drückt, geht noch einmal rechts auf die Einstellungen. Dort gibt es noch drei Einstellungen, die ihr wie folgt ändern solltet. Klickt nun auf den entsprechenden Knopf, mit dem ihr euch mit der Kamera verbindet, und ihr bekommt den Startbild vom DSLR Dashboard. Rechts könnt ihr auf LR Timelapse klicken und kommt damit in die spezielle LR Timelapse Maske, in der ihr nun den Sonnenuntergang in diesem Fall oder halt auch einen Sonnenaufgang programmieren könnt. Das erste, was ihr probieren könnt, ist, ihr könnt auf Capture Sample klicken. Das wird eine Auslösung machen und euch das Bild der Kamera auf euer Tablet holen. Damit habt ihr schon eine Vorschau und könnt sehen, ob die entsprechende Belichtung stimmt. Überprüft das über das Histogramm. In diesem Fall ist meine Belichtung zu hoch. Das Histogramm läuft rechts raus. Das heißt, ich würde jetzt in diesem Fall meine Belichtungszeit reduzieren und dann einfach per Capture Sample noch eine Auslösung machen. Das Histogramm sieht jetzt deutlich besser aus. So wäre ein guter Startpunkt. Schauen wir uns mal die weiteren Einstellungen links im DSLR Dashboard an. Wir haben links einmal Sunset stehen. Das bedeutet, wir werden einen Sonnenuntergang aufnehmen. Alternativ könntet ihr hier auf Sunrise stellen für den Sonnenaufgang. Wenn wir weiter runtergehen, seht ihr eure Belichtungszeit und die ISO mit den Plus- und Minus-Tasten links und rechts davon könnt ihr die verändern. Falls ihr eure Blende so gewählt habt, dass die während der Aufnahme auch verändert werden müsst, dann müsst ihr unten einmal das Blenden-Ramping einschalten. Dazu geht ihr auf die Settings und klickt auf Use Aperture Ramping. Dadurch bekommt ihr nun oben auch Einstellungen für die Blende, in diesem Fall 5,6, die entsprechenden Plus-Minus-Tasten, und habt dann weiter unten, da wo ihr die Grenzwerte einstellen könnt, auch noch die Möglichkeit, die Blende entsprechend mit Grenzwerten zu versehen. Unter Grenzwerte verstehe ich die Grenzen, die beim Ramping nicht überschritten werden dürfen. Zum Beispiel bei der Longest Exposure, also der längsten Belichtungszeit, steht jetzt hier 4 Sekunden. Um festzulegen, wie lang die sein sollte, müsst ihr euch Gedanken über das Intervall machen, das ihr aufnehmen wollt. Wenn ihr beispielsweise mit einem Intervall von 6 Sekunden arbeiten möchtet, dann wäre 4 Sekunden längste Belichtungszeit okay, denn dann hättet ihr dazwischen immer noch eine Schwarzzeit von 2 Sekunden. In dieser Zeit wird die Kamera nicht belichten, aber sie wird das Bild übermitteln an das Tablet. Das Tablet wird das Bild auswerten und wird dann entsprechend das Kommando an die Kamera geben, um die Kamera nachzuregeln. Ihr solltet hier immer 1 bis 2 Sekunden Zeit lassen. Hängt ein bisschen auch von eurem Setup ab, wie schnell die Bilder übermittelt werden können, wie klein sind diese JPEG-Vorschauen etc. Beim Sonnenuntergang müsst ihr euch eigentlich immer nur Gedanken über die linken Werte machen, also längste Belichtung, größte Blende, höchste ISO, bei einem Sonnenaufgang um die rechten Werte, kleinste Blende, kleinste ISO. Wir sind wieder beim Sonnenuntergang. Der nächste Wert, über den wir uns Gedanken machen müssen, ist die Blende. Wie weit soll das DSLR Dashboard die Blende aufmachen? Wenn wir es von der aktuellen Blende von 5,6 bis 1,8, also der Offenblende des Objektives, laufen lassen, werdet ihr unter Umständen Vignettierungsänderungen sehen während der Aufnahme. Ihr müsst das mit euren Objektiven ausprobieren, ob sich das auswirkt. Ansonsten könnt ihr bei so einer Aufnahme auch erstmal das Blenden-Ramping entweder abschalten oder ihr stellt die maximal mögliche Blendenöffnung etwas vorsichtiger ein, zum Beispiel auf Blende 3,5. Bei der höchsten ISO, ja, da könnt ihr so hoch gehen, wie eure Kamera noch ansehnliche Bilder produziert. In diesem Fall lasse ich das jetzt einfach mal auf 3200. Okay, damit sind die Einstellungen im Grunde genommen getätigt. Wir können jetzt noch mal ein Sample aufnehmen und uns einfach mal ein aktuelles Bild geben lassen. Wenn jetzt
hier immer noch alles passt mit dem Histogramm, das ist der Fall, dann können wir nun die Aufnahme starten. Zum Auslösen der Kamera nutze ich am liebsten einen externen Intervallauslöser. Das ist deutlich präziser und schneller, als wenn ihr mit der Funktion, die DSLR der Sport eingebaut habt, arbeitet. Ich nutze in diesem Fall jetzt hier den LR Timelapse Pro Timer 2.5. Das ist ein sehr, sehr performanter Timer, der von mir spezifisch auf die Belange von Zeitrafferfotografen hin entwickelt wurde. Weitere Informationen dazu findet ihr auf lrtimelapse.com und gwegner.de. Erstmal ist es für eure Holy Grail Aufnahmen mit DSLR der Sport egal, welchen Timer ihr nehmt. Ihr solltet nur halt einen nehmen, der wirklich die Kamera möglichst performant auslöst. Der externe Intervallauslöser löst jetzt die Kamera alle 6 Sekunden aus und DSLR Dashboard ist jetzt bereit, um die Bilder anzunehmen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einmal auf Display Next JPEG klicken und ihr bekommt dann automatisch das nächste Bild angezeigt. Die laufen im Moment noch nicht automatisch rein. Ihr schaut jetzt noch ein letztes Mal auf das Histogramm und wenn das Histogramm die Form hat, sodass ihr sagt, dabei könntet ihr es belassen, sprich es ist nicht überbelichtet, dann klickt ihr einfach auf Auto Holy Grail und damit schaltet ihr den Autopiloten ein. Das heißt, DSLR Dashboard wird versuchen, diese Helligkeit bei dem Histogramm zu halten. Sprich, es wird immer dann, wenn es dunkler wird, die Kamera entsprechend nachregeln. Und zwar nach der Strategie, zunächst längere Belichtungszeiten zu machen, dann die Blende aufzumachen und zu guter Letzt erst die ISO zu erhöhen. Dabei wird es immer die Grenzen einhalten, die ihr vorgegeben habt und so bekommt ihr dann perfekte Ergebnisse, die ihr entsprechend mit dem LR Timelapse dann hinterher glätten könnt. Jetzt gibt es noch eine Herausforderung und zwar produzieren wir ja jetzt taghelle Bilder. Das heißt, wenn es später dunkel wird, dann möchten wir nicht, dass die Kamera die Bilder wirklich in der exakt der gleichen Helligkeit produziert, sondern sie sollen etwas runtergehen mit der Helligkeit. Um damit umzugehen, gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist, vielleicht ist es euch aufgefallen, wir haben oben einen Luminanzwert und einen Referenzwert. Der Luminanzwert zeigt die aktuelle Helligkeit an, der Referenzwert die Helligkeit, die gehalten werden soll. Sprich, in einem Sonnenuntergangsszenario geht der Luminanzwert runter und wenn er unter den Referenzwert fällt, stellt DSLR Dashboard die Kamera nach. Und so geht das dann immer weiter. So, diesen Referenzwert, den könnt ihr während der Aufnahme über die Plus-Minus-Tasten neben der Schaltfläche Reset Reference verändern. Das heißt, ihr könntet jetzt einfach alle halbe Stunde mal schauen und den Referenzwert ein bisschen runterstellen. Dann würden die Bilder sukzessive immer etwas dunkler. Die andere, deutlich cleverere Methode ist, wenn ihr ein Smart Device habt, was GPS eingebaut habt, dann gibt es die Methode Auto-NTC. Wenn ihr das einschaltet, dann wird DSLR Dashboard ermitteln anhand eurer GPS-Position, wann ist der Sonnenuntergang, wann ist die astronomische Dämmerung und wird dazwischen automatisch den Referenzwert runterziehen, um den Faktor, der dort bei NTC eingestellt ist, standardmäßig 2.0. Das bedeutet, die Bilder werden ganz am Ende, wenn es wirklich stockduster ist, halb so hell sein, wie als ihr tagsüber gestartet habt. Ich persönlich schalte Auto-NTC eigentlich immer ein. Damit bin ich auf der sicheren Seite und kann wirklich dem Autopiloten völlig vertrauen und bekomme damit tolle Ergebnisse. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese Aufnahmen dann hinterher später nachbearbeitet, wie ihr sie komplett glätten könnt, dann schaut doch mal auf lrtimelapse.com bzw. gwegner.de. Dort gibt es tolle Tutorials, auch auf Deutsch, in denen ich euch zeige, wie ihr die Bearbeitung macht. Ich verlinke die Tutorials zur Bearbeitung auch direkt unten nochmal in der Videobeschreibung.
Ja, Leute, das war der heilige Gral der Zeitrafferfotografie. Super easy, oder? Mit diesen paar Tricks bei der Aufnahme und hinterher bei der Nachbearbeitung könnt ihr wirklich Aufnahmen machen, die vor wenigen Jahren noch den Profis vorbehalten waren. Es gibt noch eine Sache, und zwar, wenn ihr euch irgendwann mal so einen coolen Slider anschafft, womit ihr die Kamera wirklich physisch bewegen könnt, dann könnt ihr dieses Verfahren genauso nutzen. Da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Die beiden Systeme, die laufen unabhängig voneinander. Der Slider-Controller, der löst dann die Kamera aus und die Kamera liefert einfach an das DSLR-Dashboard die Bilder bei Bedarf und das DSLR-Dashboard stellt dann die Kamera entsprechend nach. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei, das auszuprobieren, denn darum geht es jetzt. Ihr müsst jetzt losgehen, ihr müsst kreativ sein und eure eigenen Tag-zu-Nacht- und Nacht-zu-Tag-Aufnahmen machen. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß und wir sehen uns auf gewegner.de und ella-timelapse.com. Tschüss!